Einen wunderschönen guten Tag, also zu einer neuen Folge Crazy Machines 3. Und ja, beim letzten Mal schon versprochen, geht's jetzt weiter mit der Creepy Horror Physics Show. Hier steht nicht dran, wie schwer die Level sind. Das heißt, mal gucken, wie lange wir dafür brauchen werden. Wir fangen einfach mal an mit die Show beginnt. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, das wird, fängt relativ leicht an und wird dann schwieriger. So meine Vermutung. Oder sie machen es einfach weiter auf Ultra. Die Show beginnt. Jemand gab mir eine mysteriöse Eintrittskarte für diese geheime Show heute Abend. Öffne den Vorhang, indem du den Knopf drückst. Okay. Was passiert? Okay, die Luftballons gehen runter. Wirklich jetzt? Shit. Hier der Luftballon geht noch hoch. Ne, das macht auch keinen Sinn. So viel habe ich doch gar nicht. Das hier kann man machen und das hier kann man machen. Okay. Dann könnte man das hier machen. Treffe ich damit irgendwie das Ding? Muss irgendwie das Ding da treffen, aber... Ach, Moment, Moment, Moment. Wahrscheinlich eher so, genau. Oh. Okay, Moment. Jetzt muss ich das Ding hier noch zerschießen. Das ist nur den richtigen Winkel hier treffen. Fast. Fast. Wirklich? Okay, dann muss ich wahrscheinlich noch hier irgendwie das hier saven. Irgendwas ist noch falsch. Was kann ich denn noch ändern? Eigentlich gar keinen Sinn. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich das Ding hier drauf werfe, das explodiert, das haut das Auge dagegen und das macht das. Aber das Ding kommt leider nicht bis dahin. Problem ist, das Ding muss auf das Auge drauf fallen. Was, wenn ich das generell einfach noch tiefer mache? Bringt mir auch nichts. Das Ding haut aber doch da dagegen eigentlich. Ach, wahrscheinlich muss ich... Nee. Nee. Jetzt habe ich das Ding hier natürlich verrutscht.
Was kann ich denn noch ändern? Was mir gerade auffällt, warum sollte ich das hier eigentlich tun? Ich kann doch die Kiste einfach davon auffangen lassen. Dann hätte ich hier irgendwie, habe ich hier noch irgendwas? Hier bringt mir aber alles nichts. Also man soll schon die Kiste hier wegtransportieren, denke ich. Oder soll man vielleicht... Oh, fast, 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 fast. Lol. Moment mal. Vielleicht kann ich das hier irgendwie noch anders auslösen. Problem ist, irgendwie habe ich leider das Gefühl, dass es nicht machbar ist. So leid mir das tut. Aber... Doch! Das habe ich jetzt... Aber so hatte ich das doch schon, oder? In dem Moment, in dem ich sage, ich glaube, das ist nicht machbar, schaffe ich es. Aber hatte ich das nicht schon genauso aufgebaut? Das Problem war die ganze Zeit, dass der Kürbis, wir machen das nochmal ganz kurz neu, nicht bis hier hingekommen ist. Und auf einmal kommt er jetzt doch bis dahin. Warum? Ich habe doch nichts geändert. Egal, wir haben es geschafft und damit können wir weitermachen. Die Bühnendeko fehlt. Hallo? Hat denn niemand mitbekommen, dass die Bühnendeko noch nicht fehlt? Dass die Bühnendeko noch fehlt? Schnell, drück den Knopf für die Bühnendeko. Holy shit, was haben wir hier denn schon wieder alles? Okay, ich kann hier unten scheinbar was antreiben. Kann ich das hier überhaupt? Kann ich das hier irgendwie rüberführen oder was ist hier los? Moment. Okay, das haut dann irgendwie nach oben was. Das Problem ist, habe ich hier irgendwo noch sonst Zahnräder? Nee. Also ich habe die beiden Zahnräder hier noch. Ich habe hier noch einen Laserspalter. Hier kommt der Laser raus. Dementsprechend werde ich vermutlich da mit dem Laser drauf schießen müssen. Dann kann ich hier irgendwie eine Lampe anmachen, was auch immer mir die Lampe bringt. Fällt die runter eigentlich? Okay, das weiß ich noch nicht, was mit... Achso, Moment. Laserstrahl geht dahin, geht bis hierhin, aber was bringt... Ach, Moment, dann habe ich hier... Irgendwie den Laserstrahl, der hier nochmal abgeleitet wird, dahin geht. Der schießt da drauf. Das haut das Ding da.
Problem, das ich gerade habe, ist, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Als erstes. Jetzt mal ganz im Ernst. Wo soll ich denn hier als erstes hin? Ich hätte gesagt, okay, das hier, das haut da drauf, das haut da drauf, das aktiviert den Laser. Die Dinger fallen hier um, der Laser trifft da drauf, das Ding macht da irgendwas. Aber... So, so, so und so. Warum? Ach so, okay. Ja, genau. Ja. Die Rakete muss eigentlich da noch drauf treffen. Ah! Hey! Alles klar, das Level war mal mega geil. Das müssen wir uns noch mal kurz angucken. So. Die Dinger hauen hier raus. Das ist eigentlich relativ egal, ob die das tun oder nicht. Dann schießt der Bolzen da drauf. Das aktiviert den Laser. Das macht das Licht an, dadurch wird die Spinne vertrieben. Der Faden geht weg. Gleichzeitig fallen die Dinger hier um, lösen das Teil hier aus. Der Laser trifft hier unten auf den Spiegel. Das Ding haut hier oben gegen das Brett, das ich übrigens gar nicht gesehen hatte. So, das Brett fällt runter. Löst die Kanone aus. Die Kanonenkugel fällt auf das Brett, was davor schon runtergegangen ist. Und aktiviert das Ding. Nice. Okay, das ist ziemlich geil. Das Tanztalent. Der Direktor der Show schwärmt von einem neuen, aufregenden Tanztalent. Ich bin da skeptisch. Schauen wir mal. Starte das Grammophon für die Musik. Holy shit, jetzt ist hier schon wieder so viel. Okay. Das hier schiebt irgendwie die Kisten hier weg. Der hier kann nicht nach vorne krabbeln, weil er von dem Luftballon festgehalten wird. Okay. So, hier muss ich... Das Ding muss dagegen geschoben werden. Dann... Wenn das Ding dagegen geschoben wird, geht das Ding an. Dann wird wahrscheinlich das hier irgendwie... Warum geht das hier nicht? Okay, das ist ein bisschen komisch. Das geht scheinbar nicht. Aber so geht's. Okay. Dann wird das Ding hier wahrscheinlich hoffentlich irgendwie dahin fliegen. Das Ding schießt hier oben drauf, lässt hier was runterfallen. Nee, Quatsch, das geht nur in die andere Richtung. Das heißt, ich brauche auch hier wahrscheinlich wieder das Ding. Dann hebt er das Ding hoch. Das Ding haut das hier weg. Ah ja, okay. Okay. Wie bekomme ich den jetzt da drüber? Vielleicht so? Nee, das ist nicht richtig. Das Ding muss übrigens... Nein, muss es nicht. Ich hätte gedacht, das Ding muss da dagegen, aber die Klappe macht das wahrscheinlich von alleine. Dann habe ich hier das Ding. Da habe ich fast keine andere Wahl. Ich habe hier die Lampe, die wieder die Spinne vertreiben muss. Wie bringe ich den hier rüber? Das verstehe ich noch nicht.
das eventuell so? Nee, das macht auch keinen Sinn. Ob ich die Kisten hier halt irgendwie rüberbekommen würde, aber das klappt ja nicht. Wenn ich gerade einfach eine Lösung für den Frosch hätte. Ich sehe aktuell einfach keine Lösung für den Frosch. Nee, 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 das macht auch keinen Sinn. Weil ich die Kisten da hinten rausschlage. Nee. Habe ich hier irgendwie ein Brett vergessen oder so? Nee, das habe ich nicht. Können wir vorstellen, dass das Ding noch dahin muss? Weil das kommt jetzt aktuell da nicht dran vorbei, genau. Aber... wie bekomme ich den Frosch da drüber? Blöd. So bekomme ich den Frosch da drüber. Das war mal ganz bescheuert von mir. Okay. Das Ding hier ist auf jeden Fall da falsch. Aber nee, Quatsch, das ist eigentlich sogar richtig da. Der hier ist da falsch. Ich schieße das Ding dagegen, dann geht das Ding hoch. Okay. So, jetzt haut das Ding da dagegen. Ja, Moment. Sieht gar nicht so schlecht aus. Es fehlt, glaube ich, noch was, aber... achso, zumal, die Glühbirne da nicht dagegen kommen darf vorher. Weil ich, die Glühbirne ist da gerade dagegen gestoßen. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht, da oben gegenzuschlagen, muss ich gestehen. Kugel haut da auf den Kopf. Und das Ding haut da nicht dagegen. Moment, nochmal ein bisschen schneller. So. Kugel auf den Kopf. Das Ding tritt das Ding weg. Das fährt da dagegen. Achso. Und das war's auch schon. Ja, damit haben wir 3 von 10 Sachen geschafft. Die Schwierigkeit, muss ich gestehen, gefällt mir jetzt schon ein bisschen besser. Wenn euch dieses Bonus-Ding hier, die Creepy Horror Physics Show, auch gut gefällt, lasst doch einen Daumen da. Wird auf jeden Fall weitergehen. 7 Level haben wir noch zur Verfügung. Und ja, dementsprechend bedanke ich mich jetzt bei euch vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.